So YouTube, was geht ab? Wir sind hier in Amerika und da habe ich mir gedacht, hole ich mir mal American Süßigkeiten. Falls ihr auch American Süßigkeiten haben wollt, dann checkt King Cans aus, meine lieben Freunde. Erster Link in der Videobeschreibung, ihr kennt den Hasen. Schön, dass du uns vorstellst. Achso ja, an meiner linken Seite Sydney Baker. Hi. An meiner rechten Seite Eli Jello. Hallo. Hey. Ich kenne die. Kennt ihr die? Schon gespannt. Stuff Buffalo Wings. Geht voll klar. Was sagt ihr, 1 bis 10? Lecker, ich würde sagen 7,5. Ich sag auch 7,5. Chips? Ne, 7, ja. Ey, wir haben... Junge, ey! Sorry. Wir haben hier Mr. Beast Schokolade. Money Grab. Wow. Mal den Nachgeschmack. Doch, Richtung bitter. Also ist nicht voll gut. Ein bisschen bitter. Also viel Kakaogehalt drin. Zart bitter, ich glaube, das isst man erst ab 40. Davor geht's nicht. Das sage ich auch. Also ich gebe dir eine 4. Da ist mega Vollmilchschokolade, ist tausendmal besser. Also schmeckt aber so gesund ein bisschen. Wir machen weiter mit. Von dem bin ich gar kein Fan. Ist so. Flips, ich bin Fan von denen. Also es ist halt eine Brezel ummantelt mit Schokolade. Ich sag dir ehrlich, machst du einen in dem Stream weg. Die haben richtig geile Schokolade drin. Das ist nicht meins. Krieg eine 8. 8? Ja, ich feier das übertrieben. Ich mach so einen im Stream weg. 4,5. Ach, der schmeckt. Ah, guck mal, da wird weiter genascht bei früher. Sour Patch, das ist so dein Ding, ne? Das ist mein Ding, das ist meine absolute Lieblingssüßigkeit hier. Es gibt drei gute: Grün, Rot und Blau. Der pickt die raus wie Haribos damals, ne? Die weißen bleiben drin. Ja, einfach. Ist wirklich so. Die sind richtig geil, so eine geile Konsistenz, ist geil sauer, also nicht zu sauer, aber geht klar. 8,5. Ich gebe nur 9. Ja, Sour Patch ist krass. Mr. Beast, der hat auch rasiert, ne? Die sind ausverkauft fast gewesen, ne? Lol. Boah. Die sind gut. Doch ne, die sind weich. Die sind gut. Die sind richtig weich. Die sind nicht so. Boah, die sind echt gut. Ich gebe eine 7,5. Ich finde die echt gut. Ja, so eine 7. 7,5. Good job, Mr. Beast. Wir machen weiter mit Takis. Ich sag, guck mal, wir haben die sogar bei King Cans. Obwohl sie bei King Cans haben, sage ich, das ist eine 2. Ich kenne die. Die blauen? Ja, ich finde die ekelhaft. Ja. Die hier sind eine 8,5. Die esse ich auch die ganze Zeit. Hä? 6,5. Ich hab die viel schlimmer in Erinnerung. Ich geb denen so eine 5,5. Die sind ein bisschen scharf, sehr sauer. Ich geb denen eine 7. Ich finde die lecker. Pringles, was ist das? Barbecue scharf. Medium aber steht da. Oh, das ist eklig, Mann. Mann, Digga. Nee, wirklich nee. Es ist auch nicht. Also im Vergleich zu dem blauen fand ich die jetzt schlechter. Ja. Ich geb nur 5. Okay. Digga, das war verrückt, als ich das gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Oreo mit Milch? Ja. Das ist mein Traum. Ja, nee, achso, ich glaube, man kann in diese. Da rein ist nur der Keks und da drin ist die Füllung, ja, wo man rein dippt. Das ist der Keks hier und das ist die Füllung. Und Bruder, was hast du für einen Fetisch, dass wenn ich nach vorne gehe? Nee, dein Big Wunder. Das ist wie weißer Bastelkleber von Architect. Ja, ne? Ah, jetzt hab ich's. Tu es einfach hier so. Doch, schmeckt schon wie das Weiße. Ist gut, aber ich sag dir ehrlich. Normaler macht's auch. Ja, aber ja, den normalen Oreo. Ja, hol den normalen. Ich geb eine 6,5. Same, 6,5. 7. Cheetos. Also ich hab das letztes Jahr zum allerersten Mal gegessen und ich war mehr als nur enttäuscht. Ich fand das sah immer so geil aus und die, das gibt's auch in allen Varianten hier. Aber wie die schon aussehen, ich weiß nicht, ob man's sieht. Das ist jetzt auch scharf, ja. Scharfer Käse. Das sind die ganz normalen, ich glaube, die sind viel besser. Das sind die Käse-Dinger. Okay. Ich mag Käsesachen nicht irgendwie. Das ist eine 5, das ist eine 6,5. 6 und die Käse geht schon. Ich gebe den ersten 5, den zweiten 5,5. Jetzt kommen wir zu was Gesundem. Reese's Zero Sugar. Ich bin so ein Fan von Reese's. In der Verpackung sind die noch mehr verpackt. F an die Umwelt. Und das ist jetzt kein Zucker? Digga, 10er, wenn da Zero Sugar ist. Das schmeckt da nicht mal Unterschied. Ja, Reese's ist so lecker, Alter. Ja, Mann. Geh weg damit. Ja, wirklich. Reese's ist wirklich krass. 9,5 kriegt es von mir. 9,5? Ja. Schmeckt wie so ein richtig geiler Snicker, finde ich. Alles von Reese's ist so geil. Ja, Reese's ist wirklich krass. Hey, Junge, hör mal auf, Junge! Pocky, ASAP Rocky. Das schmeckt genauso, wie es aussieht. Aber kann man sich geben. Boah, ist dunkle Schokolade. Ich gebe dir eine. Hä, das ist dunkel? Da schmeckt es gut. Ich glaube, ich werde alt. Okay, wir machen weiter mit einer Sache, die illegal ist in Deutschland. Butterfinger. Da ist irgendwas drin, was illegal ist in Deutschland anscheinend. Ist ja nice. Die ist ja hart. Salted Karamell, oder? Boah, der ist geil. Mich fuckt die Konsistenz ab. Ja, schon voll hart. Wie ein schlechter Snickers. Nee, ich würde mir das eher geben als Snickers. Nee. Ich gebe dir eine 7. Ich gebe eine 6. Ja. Das schmeckt gut, aber auch eine 6. Tens fuck übertrieben ab. So ohne Sinn. Willst du mit denen weitermachen? Ja. Sour Trips. Das mag ich. Tschüss. Oh oh. Haust du den ganzen rein? Junge, einer kotzt neben dir, Digga.
Wie dieses Pasta Basta. Kannst du auch in Deutschland bei für 5 Cent im Supermarkt. Aber es ist mit meiner Lieblingssüßigkeit, aber halt in grün. 7. 8,5. Sidney sein Liebling. Meine Reese's Smarties. Reese's Pieces. Die sind wirklich krass. Boah, die sind geil, ne? Und werden wir mit der Zelten? Ging bei mir eine 8. Aber ich finde da keinen großen Unterschied zu Smarties. Hä? 6,5. Was? Ich bin kein Schokoladenfan. Das weiß ich nicht, ob das in Deutschland gibt, aber das ist Skittles sauer. Oh, was ich meine? Alter. Sind die sauer? Wow. Oha. Ja. Oha. Na gut. Alter. Na 8. Digga, du wanderst dich, warum deine Zähne kaputt sind? Die ganze Zeit so eine saure Scheiße. Die sind ja richtig geil. Bruder, dass er sich wundert, dass seine Zähne kaputt sind. Wir sind heute im Restaurant gewesen, der hat sich 80 Limetten reingehauen. Top. Ja, die sind echt top. 8. 8,5 sogar vielleicht. Same. Er wird mit 9,2. Takis Intense Nacho. Ich finde die geil. Nur Käse ist langweilig. Bruder, das sind aber meine, das sind meine Lieblings- Takis. Mit Ciao. Die sind geil. Du riechst es aber schon. Ja. Kauft euch die bei King Cans mit dem Code ROHR10, kriegt ihr 10%. 7. Auch. Schmecken genauso wie Nachos. Also, ja. Kriegen von mir eine 8. Wir machen weiter mit... Digga, warum haben wir uns die hier geholt? Ich weiß ganz genau, welchen ich nehme. Ja, stark. Nee. Digga, wer den nicht nimmt, ist doof. Rot und... Was? Ja, so wird seine Lieblingssorte von Wasser heiß ist. Als Kind nimmt man das. Ja, das ist auch komisch. Das ist für sich. Als Kind nimmt man das immer, blau, rot. Die beiden, ja, geh ich mit. Die auch und die auch. Aber das ist ein underrated. Die hat nicht jeder. 1:1 Deutschland. Da gibt es keinen Vergleich. Wir machen weiter mit Hershey's. Ja. Auch sehr, sehr gefragt. Ist geil. Voll geil. Ich liebe Hershey's. Ja. Wenn wir auf weiße Schokolade stehen, schmeckt wie Oreo ein bisschen. Wie Oreo, aber mehr mit weiß. Ich gebe denen eine 8. Und du magst kein Schokoladenfan. Ja, ich gebe denen eine 9. Ich mag Schokolade sehr. 8,5. Wir machen weiter. Das ist, Digga, wir haben schon so viel gegessen, ne? Das ist wirklich ehrenlos. Ich will nicht. Okay, dann mach du, musst sie übernehmen. Es schmeckt. Ja? Gibt's nämlich bei King Cakes. Das ist purer Zucker, warte mal. Das ganze Ding besteht zu 62% aus Zucker. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben gar keine Milch, deswegen fallen die Lucky Charms weg, aber Lucky Charms sind geil. Twizzler. Kirsche. Kirsche? Kirsche. 730 Gramm. Eine Süßigkeitenpackung. 730 Gramm. Hä? Wie komisch schmeckt das? Ihh. Gar nicht. Bis jetzt schlechteste. Ja, das ist wirklich das schlechteste bis jetzt. Ihh. Das kriegt eine 1. Ey, das probier mal Twinkies. Was sagst du? Ja, ist gut. Rede, hör auf. Was? 7,5 von 10. Also kann man sich geben. Aber ich mag sowas eigentlich nicht. Das sind die Most Tell Takis, glaube ich. Taki Fuego. Einer der beliebtesten, wenn nicht sogar die beliebtesten. 1:1, genau. Wie diese silberne Mama Yum Yum. Das schmeckt wie Yum Yum. Nein. Doch. 4. Das schmeckt wie diese gelbe Yum Yum. Ich finde die besser als die Fuego. Was ist das hier? Okay, wir müssen nur noch durch 3 Sachen durch. Popcorn? Ja. Popcorn mit Schokolade. Ih. Das ist lecker. Oh. Das krieg von mir eine 5. Eine 5. Okay. M&M's Cookies. Das könnte was werden. Digga, wir hängen später mit Diabetes, ne? Ja, ich will. Gut, sehr gut. M&M's sind das. Wann die was mit Fabrice besser? Echt jetzt? Mhm. Ja. Wegen der Konsistenz? Ja. Und macht es das so weich noch, wenn du es erwähnst? 7,5. Ja, eine 8. Super. KitKat Birthday Cake. Auch nicht, noch nie gesehen. Nein, muss auch nicht. KitKat war früher meine Lieblingsschokolade. Birthday Cake. Hey, die sind geil. Die kriegen von mir eine 7. So, meine Freunde, das war's mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt verprügeln. Warte, ich muss vloggen.